Vor 27 Jahren waren noch ganz andere Zeiten als heute. Und in Heidelberg liefen eben so einzelne Personen rum, wo man dachte, haben die eigentlich ein Bett oder haben die eine Wohnung? Und dann bin ich darauf gekommen und habe eben Wohnungen gesucht für Nichtsesshafte. Also es ist ja kein Beruf, es ist eine ehrenamtliche Beschäftigung. Und die habe ich erfunden. Die Beratung ist eben ganz wichtig, weil ja die Leute oft gar nicht wissen, wo gehe ich denn hin, wenn ich das und das Problem habe. Angst habe ich nie gehabt. Also das muss ich sagen. Ich habe ja früher immer die alle angeredet, muss man mal sich vorstellen. So Penner, Berber, Stadtstreicher hieß das immer. Ja, und denen habe ich dann geholfen und habe eben diese Rhein-Neckar-Zeitung, da habe ich dann zweimal in der Woche eine Kleinanzeige reingebracht, so eine ganz kleine. Ich habe immer nur die Wahrheit gesagt. Also habe ich meinetwegen geschrieben, Fahrer oder Gipser oder so, sucht Zimmer bis 300 Mark. Ja, und dann kamen die Anrufe und ich fand eben wirklich jede Woche ein Zimmer oder zwei. Und dann bin ich dahin, habe das angeguckt und habe denjenigen begleitet. Dann habe ich ja auch das Geld dafür vorgestreckt und dann habe ich eben da mit dem Amt ausgemacht, dass ich denen helfe beim Ausfüllen, dass wir das alles einreichen und dass ich dann auch hinterher das Geld möglichst wiederkriege. Und die Leute im Arbeitsamt kenne ich eben auch, wenn ich da anrufe, meinen Namen sage, werde ich meistens sehr gut behandelt, weil die immer wissen, dass ich sozusagen dahinter stecke. Den Brücken, wo es eben nicht regnet, da haben die irgendwelche Schränke hingebracht und da haben sie ihre Plattform, irgendwas, Betten und sonst was hingebracht und da wohnen wahrscheinlich jetzt immer noch welche. Und es gibt aber bei uns eben eine Wärmestube, die ist direkt gegenüber vom alten Arbeitsamt und da wird jeden Tag gekocht und dann können sie da auch billig essen. Und jetzt haben wir versucht, dass wir alles so weit haben, dass sie eben zumindest sich einen Fahrschein nehmen könnten, um hier in Heidelberg zu leben.